Was genau, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Atlas Fallen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und natürlich erstmal dickes Dankeschön an alle aktiven Supporter und Unterstützer des Projektes. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, ja, für die Unterstützung bis hierhin. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, wie gesagt, gerne eine kleine Bewertung da lassen. Was geht, Splinter? Splinter? Was machst du denn hier draußen? Ich erschaffe etwas. Was glaubst du, was ich hier mache? Ich hatte diese Idee, verstehst du? Ich habe von etwas gehört, das die Essenz in dieser Mine korrumpiert. Schade, dass der verdammte Wachturm den Ort beschützt. Aber du kannst doch etwas dagegen tun, oder? Wie ich dich kenne, bist du wahrscheinlich hier, um ihn zu zerstören. Hier, das wollte ich dir geben. Das ist ein Essenzstein. Selbstgemacht. Ich habe die Rezeptur in der Bibliothek von Bastengar gefunden. Er ist sicher, versprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er bewirkt. Im Buch stand etwas von Schadensübertragung und Abprallen. Klingt nützlich. Ich erinnere mich noch gut an das letzte Mal, als ich mit so einem Ding in der Tasche herumgelaufen bin. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Nein, danke. Da hast du wahrscheinlich recht. Danke. Okay. Versehe dein Ziel 10 Sekunden lang mit einer Markierung. Du verwendest eine große Menge. Nö. Nee. Nee, das brauchen wir auch nicht unbedingt. So, okay. Neue Werkzeuge. Ach, guck mal, da ist sie. Ich bin sicher, dass die Händler eine Vorarbeiterin. Das können wir immer noch nicht schieben, ne? Dann brauchen wir ja das Upgrade. Nee, ach, so ein Teil wieder. Ja, keine Ahnung, was das bringt. Ach, warte mal, da oben aber. Bevor ich das vergesse, kurz ein bisschen. Sachen aufdecken hier. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Freunde, was ihr auf jeden Fall auch gebrauchen könnt, ist natürlich Kohle. Und da kann man natürlich auch ganz gut sparen, wenn man an der richtigen Adresse ist. Nicht so wie ich jetzt hier, weil das ist gar nicht so ein Ding. Oder hatten wir das schon beim letzten Mal aktiviert? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf günstige Games, Guthaben für eure Plattform, dann checkt gerne meinen Partner ab. Und wir müssen von vorne anfangen. Sieh auf die Karte, falls du nicht mehr weiter weißt. Ja, ja. Und checkt natürlich auch gerne das kostenlose Gewinnspiel ab. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Aber wir haben. Was führt dich an einen so trostlosen Ort wie diesen? Kieswerker hat mich geschickt. Er sagte, ich könnte hier etwas finden, das die Essenz korrumpiert. In der Mine, ja. Aber der Wachturm über uns macht es unmöglich, dort hinunterzukommen. Eine andere Gruppe ist gerade auf dem Weg dorthin. Angeführt von einer Frau, die gerade angekommen ist. Diese Finderin ist sehr entschlossen. Finderin? Sie kam vor ein paar Tagen an. Sie konnte kaum laufen, aber sie war entschlossen, etwas zu unternehmen. Sie sind vor ein paar Stunden aufgebrochen. Dann gab es eine Explosion. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der alte Weg nach oben noch intakt ist. Das musst du selbst rausfinden. Gibt es einen anderen Weg nach oben? An der Straße nach Litesta gibt es ein Lager von Jägern. Einer von ihnen, ein seltsamer Typ, kennt diese Gegend. Vielleicht kann er dir helfen. Irgendwie hat diese Stimme ganz leichte Vibes von Killua aus Hunter x Hunter, dem Anime. Ganz leichte Vibes. Ich weiß es aber nicht, ich weiß gar nicht, ob im Deutschen, ob Killua auch von einer Frau gesprochen wird. Gon im Deutschen allerdings schon, das weiß ich 100%, dass es eine Frau spricht. Weiß nicht, kann sein. So ein bisschen ganz leichte Vibes höre ich daraus. Es gab einen Holzpfad, der dorthin führte. Jetzt nicht mehr. Wir müssen unseren eigenen Weg zum Wachturm finden. Was ist denn das für ein Geräusch da? Das ist der Wachturm, ne? Wenn ich das Ding da hochhebe, das bringt mir aber nichts, weil das macht nur den Weg dort auf den Felsen einfacher wahrscheinlich, oder? So. Ein bisschen, ne? Was ist los? Wir müssen nach oben, oder? Ne, wir müssen. Wo müssen wir denn hin jetzt? Das Ding im Boden. Es könnte uns helfen, zum Wachturm zu gelangen. Vielleicht können wir Finderin und die Jäger erreichen, die der Bergmann erwähnt hat. Es sieht nicht so aus, als ob ich es freilegen könnte. Noch nicht. Es gibt ein fehlendes Teil, das wir dafür brauchen. Aha. Okay, na endlich. Wurde ja auch mal Zeit, dass wir das letzte Teil bekommen.
Dann können wir auch endlich alles hochheben, und alles bearbeiten. Auch diese komischen Kisten, die wir bisher nicht öffnen konnten. Oh nein, 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 nein. Ist es schon wieder so ein Bossgebiet hier? Oder warum wabert hier die Umgebung so komisch? Ich meine, ja, klar, kann durch die Hitze sein, aber nicht, dass ich wie in dem anderen Wüstenabschnitt plötzlich gegen 50 Feinde kämpfen muss. Die Zeit nach dem Sandsturm, der unsere Karawane heimgesucht hatte, war seltsam. Hauptmann Morat wirkte verändert. Er kannte keine Gnade mit den Namenlosen und regierte mit eiserner Faust. Aber er war krank und schwach. Tagelang. Die anderen hatten es auch gesehen. Zum ersten Mal konnten wir namenlosen Forderungen stellen, ohne gleich hingerichtet zu werden. Wir bekamen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr Freiheit. Sogar das Versprechen auf ein richtiges Leben in Litesta. Und eine Möglichkeit, unsere Namen zurückzubekommen. Einige haben die Chance ergriffen. Aufseher und Hirte waren besonders scharf darauf. Ich nicht. Wir brauchen eine andere Art von Veränderung. Die Art von Veränderung, die ein mächtiger Gauntlet bringen könnte. Okay. Ich kann sie spüren. Angespannt wie Draht auf einer Spule. Das sind beeindruckende Leute. Was ich mich frage... Sehen die Leute eigentlich, wenn ich hier den Amboss einfach aus dem Boden baller und hochhebe? Sehen die das? Und wenn ja, warum reagieren die gar nicht? Also gut, okay, ja. Gut, was? Es ist jetzt keine interaktive Welt, aber auch da, Leute, auch da hatten wir Beispiele mit viel mehr Kohle, mit viel mehr Aufwand. Hogwarts Legacy, da haben die Leute auch nicht drauf reagiert. Ich könnte die Leute jetzt hier abstechen in Hogwarts Legacy. Mit dem Zauberstab nicht die Leute beschießen, sondern einfach wirklich durch den Hals das Ding. Punisher-Style, einfach reinheimern. Da wird auch keiner reagieren. Dementsprechend alles okay, alles gut. Mal davon abgesehen, dass diese Welt komplett leer ist, aber gut, egal. Ist halt storybedingt. Ich bin auf der Suche nach einem Jäger. Einem seltsamen Jäger. Man hat mir gesagt, er wüsste etwas über dieses Gebiet. Ich nehme an, dass du dieser Träger des Gauntlet bist, von dem ich gehört habe. Das bin ich. Es ist also wahr, was sie sagen. Es gibt einen weiteren Phantomjäger in unserem Gebiet. Du jagst Phantome? Ja, aber nur die Kleinen. Sie lassen Essenzmaterialien zurück. Nützliches und wertvolles Zeug. Und lukrativ. Kennst du dann vielleicht einen seltsamen Jäger? Hier gibt es jede Menge seltsame Leute. Aber es gibt nur einen, der mir einfällt. Das könnte dein Mann sein. Er wohnt südöstlich von hier. Lass ihn mich für dich markieren. Und... ja, er ist seltsam. Ich würde ihn genauso beschreiben. Ja, wie sie das gesagt hat. Er fragt, du jagst Phantome? Ja, ich jag Phantome, aber nur die Kleinen. Oh, du bist der... Das wollen wir überspringen, das interessiert nicht. Ich habe, wenn nur... Wie gesagt, ich habe jetzt einige Nebenmissionen gemacht. Das ist wirklich auch so ein Ding. Mir, also wie gesagt, mir macht's Spaß. Also ist jetzt nicht der große Knaller des Jahres oder so. Es wird jetzt auf jeden Fall nicht in der Top 10 erscheinen, das Spiel. Dafür sind jetzt schon viel mehr Spiele erschienen, wo das gar nicht rankommt, das Game. Trotzdem macht's mir Spaß. Junge, was rede ich da? Bin ich wieder ein bisschen neben der Spur oder was? Wie man mich sonst nie gesehen hat, gehört hat. Das wie gesagt, das ist halt so ein Spiel, das kann man mal, gerade jetzt in der Zeit, kann man das mitnehmen. Sie sind selten. Wie gesagt, jetzt im September, Oktober und so. Nee, da brauchst du so ein Spiel nicht kommen, weil da gibt es so viel bessere Auswahl. Also zumindest glaube ich das, ja, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Spider-Man besser sein wird, dass Starfield besser sein wird, dass Lies of P besser sein wird, dass, was weiß ich, also es gibt da so viele Spiele, gefühlt 20 Spiele kommen ja im September, Oktober raus. Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bisschen was Besseres dabei. Ich nehme an, deswegen ist jetzt gerade die richtige Zeit für so ein Spiel. Ja. Wie gesagt, unterhaltsam ist es. Aber es ist jetzt nicht der große Knaller und es ist halt wirklich, man muss wirklich sagen, die Story, mein Gott. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so viel ist gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, das Game geht gar nicht mehr so lange, weil wir jetzt bald schon unsere letzte Fähigkeit bekommen.
Und bisher ist nicht viel passiert. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist schwer einzuschätzen. Spürst du ihn? Naja, spüren tue ich ihn nicht, aber vielleicht sehe ich ihn gleich. So weit ist es also gekommen. Ich schleppte mich ganz allein diesen Hügel hinauf, um ein verdammtes Kraut zu finden. Aber Barry braucht es. Ohne dieses Kraut nun ist sie so gut wie fort. Die Kinder brauchen sie noch. Ich brauche sie noch. So weit, so gut. Die Arme tun mir weh. Ich werde alt. Ich komme dem Wachturm immer näher. Aber ich werde diese verdammte Pflanze besorgen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Der gute Vincent. Der Clive gesprochen hat. In Final Fantasy 16. Ich denke mal, jetzt nach Final Fantasy 16 ist er den meisten ein Begriff. Irgendwie gefühlt höre ich den jetzt auch überall. Ich glaube, ich habe jetzt mal in die Secret Evasion Marvel Serie geschaut. Ich glaube, den Bösewicht, den Hauptbösewicht spricht der, glaube ich, auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und übrigens, falls ihr mehr hören wollt von ihm, ich habe ein Interview gemacht mit dem. Also checkt es gerne mal ab, falls ihr es noch nicht gesagt habt. Wie zum Teufel komme ich jetzt da hoch, Mann? Ah, ne, hier bin ich ja richtig, dass ich... Okay, ich dachte schon. Ich dachte, ich müsste weiter hoch. Aha, was versteckst du hier, du Sau? Was ist denn jetzt los? Ich muss den Wachturm oben auf der Klippe erreichen. Was ist mit dem Sound denn jetzt los? Der Weg wurde durch eine Explosion zerstört. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe ein Stück des Gauntlets. Warte, was? Wie kannst du... Wer bist du? Ich bin ein Freund, der will, dass Telos verschwindet und meine Meisterin in Sicherheit ist. Welche Meisterin? Ich werde mehr brauchen als das. Ich spüre nichts Verdächtiges. Das Stück ist echt. Mach dir keine Sorgen. Du wirst meine Meisterin noch früh genug kennenlernen. Das ist es. Dieses Stück ist der letzte Teil der Aufdeckungskraft. Mit ihm kannst du Strukturen aus der alten Vergangenheit ausgraben und enthüllen. Hä? Ja, das wissen wir doch. Mit diesen können wir den Wachturm sicher erreichen. Wir brauchen nur mehr Splitter, damit es klappt. Bin ich hier in einem Loop gefangen oder was? Das ist, ja, das wissen wir. Das haben wir jetzt schon dreimal gemacht. Das ist jetzt das vierte Mal. Danke, dass du es uns nochmal erklärst. Als wären wir komplett verblödet. Aber warum? Okay, bisher war das immer so ein kleiner Aufwand, das zu besorgen. Und jetzt kriegen wir es einfach von so einem Lumpengesicht, der Typ da. Was denn? Okay, na gut. Das war nochmal. Ist das schon wieder eine Verarsche? Nee. Das ist nicht das, was wir brauchen. Was ist denn jetzt hier los? Ich muss weitersuchen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Gut. Hä? Damit können wir stärker werden. Und ich weiß, jeder es jetzt gerade ein bisschen komisch findet, warum. Also das wird uns ja quasi geschenkt. Ja, also, bisher? Das ist einfach gar kein Aufwand. Bisher mussten wir teilweise echt für die hart kämpfen. Für die Upgrades. Und jetzt kriegen wir es einfach so geschenkt. Der erste Schritt ist direkt vor unseren Augen. Komisch. Komisch gerade. Wer redet da? Hä? Was war denn das für eine Stimme? Dreh ich jetzt durch oder was? Da oben ist aber auf jeden Fall so eine Statue. Ja, cool, Leute, cool. Da komme ich aber nicht lang. Geile Falle, die ihr da aufgebaut habt für mich. Vorbereitet habt. Nice. Jetzt los, verfolgen die mich komplett oder was? Tatsächlich. Hey! Ich wollte gerade sagen. Hä? Was ist das? Die Sau, ey. Das sieht so aus. Der Gauntlet ist noch nicht stark. Ja, das sieht zu zerstören. Das sieht irgendwie so aus, als wenn wir die Fähigkeit haben, wenn wir das jetzt hier anheben können, dass dann irgendwie so eine Plattform erscheint, wo wir dann da oben rankommen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht,
wie man an die obere Stelle rankommt. Oder? Also von wo wir aus abspringen könnten und dann versuchen, da ranzukommen. Also wird das nichts. So kommen wir da gar nicht ran. Das ist zu hoch. Das könnte vielleicht wirklich sein, ne? Dann hauen wir ab. Dann holen wir uns mal das Upgrade. Wie gesagt, ein bisschen komisch ist es schon gerade. Okay. So, wo ist das Ding? Ah, geradeaus. Spürst du das? Wir sind nah an einem Splitter. Ah, da unten ist es. Ich glaube, der wird beschützt. Der wird beschützt, ja. Wird beschützt. Mein Gott, diese kleinen Müllviecher immer. Die nerven irgendwie am meisten, weißt du? Du willst dich gerade um den großen Obermotz kümmern. Komm ran, komm ran. Komm weg. Wo ist wieder mein Pfeil hingeflogen? Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Also er hat ja sogar runtergeguckt und dahin gezielt, aber okay. So, jetzt. Aha, jetzt hat er getroffen. Sehr gut. Ja, kloppt da drauf. Ja, Mann. Ja, Mann. Todeswirbelsturm. Hau den Schwanz kaputt, Mensch. Steh auf. Und du bist tot. Tot bist du. Nein, bist du nicht. Ach stimmt, ja, da kommt ja dann immer so eine dritte Form, ne? Ach, scheiße. Blocken, blocken, blocken. Haben wir doch gelernt beim letzten Mal. Mehr blocken. Auch wenn du es nicht willst. Es ist so einfach zu blocken, deswegen, ja, wie man gerade sieht. Ja, wie gesagt, es ist gegen meine Natur. Es gibt kein Blocken. Bei mir existiert es nicht. Bei mir existiert es nicht. Aber es ist sehr easy und es hat sehr viele Vorteile. Irgendwas ist hier in der Wüste. Ich habe schon wieder eine Stimme gehört. Wo ist es? Wer ist es vor allem? Jeder Splitter führt uns näher an unser Ziel. Nee, wirklich? Krass, gleich sagt er mir, wenn du... Wenn du gefallen bist, musst du auch wieder aufstehen. Das wäre super, wenn du mir das sagen würdest. Das trage ich direkt bei Facebook ein. Spürst du das? Wir sind nah an einem Splitter. Na, halt dich doch fest, Brudi. Brudi, Rudi, mach doch nicht so. So, zack. 1400, ey. Mega. Okay, aha, guck mal, für den muss ich jetzt auch wieder kämpfen. Okay, weißt du was? Ich muss die kleinen Ficker erstmal platt machen, ja. Steh auf, Junge! Meine Fresse, wirklich. Nein! Oh, jetzt ist wieder der Kampf, erstmal den richtigen anzuvisieren. Ja, sehr gut. Nein, genau. Yo, ist okay. Hört der auch mal auf? Hilfe! Sag mal, was ist hier los? Verdammte Scheiße. Ist das eine Fähigkeit von ihm oder ist es ein Gegner? Ne, das ist eine Fähigkeit von ihm. Okay. Yo! Okay. Wo
muss erstmal den Schwanz bearbeiten. Mach es. Tu es. Mach schon wieder. Mein Scheiße, mein Mikro steht genau vor der... Moment kurz. Ich muss es kurz mal verschieben. Ich sehe gar nicht, wann ich wieder mich heilen kann. Jetzt geht's nämlich richtig los hier. Jetzt geht's nämlich richtig los hier. Ja, Junge, mit Level 3. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Level 3, wenn ich die Steinforce einsetze, hat er 4 Arme. Das ist ja mega krass, wie Ding ist. Halt dich! Boah, hat er mir Schaden gemacht. Warte, ich sag gleich, woran mich das erinnert. Ich muss kurz mich konzentrieren. Das erinnert mich ultra krass an Azura's Wrath, falls ihr das kennt. Hohoho! Ein Arschar breit war der Lebensbalken am Ende. Aber ich hab's überlebt. Genau im richtigen Moment die Scheiße eingesetzt. So, her damit jetzt mit dem Upgrade. Das wollen wir haben, Freunde. Alle Splitter gefunden, die wir brauchen, um den Gauntlet neu zu spielen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Amboss. Ist hier keiner in der Nähe, Excel? Bergbaustraße. Ne, warte mal. Ach, warte mal. Hier sind wir jetzt. Die haben wir doch vorhin angefangen, dann müsste die Station doch direkt hinter uns sein. Ruckelzuckel. Oder? Ja, doch, hier ist es doch. Ja, tatsächlich. Guck mal. Konnte ich mich sogar ein bisschen orientieren hier. Wahnsinn, wa? So, hier haben wir doch sogar angefangen vorhin noch. Sehr gut. Okay, Rüstungsverbesserung. Glaube ich, sollte die mal hochleveln, ne? Die wird bestimmt am Ende noch krasser sein. Was? Da kriegt man keine Trophäe? Lame. Lame. Wir brauchen neue Werkzeuge. Ich bin sicher, dass die Hände eines Tages zu uns kommen. Ah, das war ja das schon wieder. Das hab ich schon wieder vergessen, dann wiederum. Wo war denn so eine Stelle, ey, wo wir die neue Macht brauchen? Ein Tierfell, Wahnsinn. Das meint er aber nicht, oder? Naja, das meint er glaube ich nicht. Wir müssen von vorne anfangen. Sieh auf die Karte, falls du nicht mehr weiter weißt. Naja, das Ding ist wirklich nur dafür da. Aber hat es irgendwas... Hätte ja sein können, dass da irgendwas mit hochgekommen ist. Eine Kiste oder so zum Beispiel. Oder das Essen von gestern. Weiß es nicht. Der
sollten jetzt in der Lage sein, die alte Struktur auszugraben. Na komm. Aha. Boah. Es zum Wachturm geschafft. Diese Abscheulichkeit hat das Dorf schon viel zu lange bedroht. Wir sollten alles tun, was wir können, um die Dorfbewohner zu retten. Wir müssen vorbereitet sein für das, was kommen mag. Lass uns den Gauntlet so gut... Okay. Rüstungen... Aber bei Offensive ist er sogar schon stärker. Offensive ist er schon sogar. Hä? Ich brauche nur ein gelbes Ding. Warte mal eben kurz. Setzen wir direkt mal ein hier bei Level 2. Haben wir noch irgendwas Gelbes? Nee, haben wir nicht. Scheiße. Ja. Für das Bonus-Ding. Schauen wir mal. Warte mal. Leben ist bereits voll. Okay. Das Wachturm sollte hier in der Nähe sein. Sei bereit. Hilfe! Wir sitzen hier in der Falle. Oh, Alter! Ja, das habt ihr aber jetzt gesehen, oder? Wo ist es? Ey, wo viel... Ja, das ist so nervig, war mit dem Fall. Es ist manchmal echt so nervig, war. Dieser Wirbelsturm macht so dick Schaden. Schattenboxen wieder. Oh, genau. Ach, der klaut. Ach, das habe ich jetzt erst gesehen. Der klaut mir nicht nur Lebensenergie, der klaut mir auch meine Momentumsleiste. Wollte schon sagen, warum dauert es so lange, bis ich die erreicht habe? Level 2. Ist ein Loch! Wo bin ich? Ich stecke in ihm fest. Ich stecke tatsächlich in ihm fest. Ja, oh, Alter. Das hat ihm aber ganz schön gut gefallen anscheinend. Habt ihr gesehen?
Genau. Du Sackfresse, du hässlicher Erd. Wo ist wieder der Pfeil geflogen? Verdammter Scheiß. Alter, die Attacken, die nehmen mir ständig mein Momentum. Ihr Rattenkinder, ey. Ich sehe gar nichts mehr. Schattenboxen wieder hier komplett einfach gar nichts treffen. Nur mal kurz zeigen, was man drauf hat. Theoretisch aber nur. Ist das widerlich gerade, ja. Was passiert hier gerade? Ist ja gar nicht übertrieben oder so. Dreh dich doch nicht plötzlich, ey! Was ist das für ein Move plötzlich? Dass er sich nonstop wegtritt, genau mit der Seite, die ich brauche, ey. Lächerlich, ey. Plötzlich irgendwelche Moves auspacken, die er vorher nicht gemacht hat. Boah, meine Fresse. Ich habe teilweise wirklich gar nicht gesehen, wen greife ich eigentlich gerade an, aber es hat ja funktioniert, zum Glück. Mein Gott, ey. Sein? Finderin! Geht es dir gut? Ja. Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir, alte Frau? Mir geht's gut. Das habe ich dir zu verdanken. Bist du das wirklich? Du lebst noch? Ach, sieht aus, als wäre ich rechtzeitig hier gewesen. Das bist du wirklich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Als ich die Geschichten über diesen Träger des Gauntlet hörte, da wusste ich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen würden. Nun, es ist eine Menge passiert. Aber lass uns erst an einen sicheren Ort gehen. Wir können uns auf dem Weg dorthin treffen. Du hast das also alles gemacht, um uns zu finden? Das war zumindest der ursprüngliche Plan. Aber jetzt hast du eine größere Mission. Eine, die nur du erfüllen kannst. Wie sehr du gewachsen bist. Du kämpfst mit allem, was du hast, Finderin. Welche Wahl haben wir denn? Was führt dich hierher? Ich arbeite mit den Rittern von Bastengard zusammen, um die Königin zu stürzen. Und dafür muss ich den Essenzsegen unterbrechen. Die Königin stürzen? Ist das wirklich möglich? Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gehört, dass die Essenz in der Mine verdorben sein soll. Stimmt das? Schau in den Tiefen der Mine nach. Vielleicht findest du die Quelle der Verderbnis. Ich danke dir. Ruht euch jetzt aus, ihr alle. Ich werde dafür sorgen, dass es erledigt wird. Pass auf dich auf.
und melde dich bei uns, sobald du kannst. Was ist mit der Karawane passiert? Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, sind wir weitergezogen und haben es geschafft, ein Kastrum zu erreichen. Und die meisten sind dort geblieben. Morad war bettlägerig, also hat sich die Karawane aufgeteilt. Wir haben nie erfahren, was passiert ist. Er sagte immer wieder, er sei auserwählt worden, aber er konnte nicht einmal laufen. Sein Körper muss zu schwach für Telos gewesen sein. Sie waren immer auf unserer Seite. Daher wusste ich, dass ich hier in Sicherheit bin. Viele waren krank und wir mussten sie zurücklassen. Aber irgendwann haben wir Litesta erreicht. Doch leider nicht alle von uns. Pass auf dich auf, Finderin. Du auch. Wenn du mit der Königin fertig bist, sollten wir weiterreden. Ich muss dabei helfen, dieses Dorf zu schützen. Ja. Es ist so viel passiert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Alles hat sich verändert. Du bist über sie hinausgewachsen. Über deine Vergangenheit hinausgewachsen. Du verfügst über die Macht einer Gottheit. Habt ihr die Wache gesehen, die neben ihr stand? Da sah auch nur so aus, was, Bruder, was redest du? Ich hab gerade einen geraucht. Was, Bruder? Wieder aussage. Okay, erhöht jegliche Heilung erheblich, du erhältst. Gleichzeitig wird deine Verteidigung nach jeder erhaltenen einer verringert. Das ist ja frisch. Ja, scheiß drauf. Okay. Ach Leute, ich glaube, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass wir uns verabschieden können von einer guten Story. Das ist wirklich... Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Weil was soll noch alles... Was soll denn noch jetzt kommen, dass es jetzt irgendwie noch das Ruder rumgerissen wird? Also ich würde schon sagen, dass wir mindestens im letzten Drittel sind. Wenn nicht sogar eher im letzten Viertel, würde ich sagen, vom Spielen. Und was soll da noch kommen jetzt? Was soll denn jetzt Krasses noch kommen? Du scheinst dich mit dem Gauntlet immer wohler zu fühlen. Wir sollten verschiedene Ansätze gegen Phantoma ausprobieren. Und neue Wege... Laber. Ist außer Gefecht. Wir können die Mine betreten. Da ist etwas in der Nähe. Wir sollten im Sand suchen. Was soll das jetzt hier eigentlich? Dass da irgendwie Schrott aus dem Boden rausholen. Was soll das, ja? Nicht das, was wir brauchen. Warum machen Entwickler das? Warum? Nur zum Trollen? Soll es lustig sein gerade oder was? Licht, das aus der Tiefe kommt? Oder wollt ihr Hass? Es könnte von dem ausgehen, was die Essenz verdirbt. Nein, nicht plötzlich. Ihr kleinen Schweine. Hallo. Also. Ah. Oh shit. Das nehmen wir. Noch eine Ladung. Das ist gut. Ich muss weitersuchen. Dieses Relikt. Es stammt aus dem Krieg mit Telos. Es ist Jahrhunderte alt. Es wurde von den Menschen hergestellt, um Telos Kraftquelle, die Essenz, zu brechen. Ist die Essenz nicht das Leben des Landes? Was würde es bewirken, sie zu verderben? Die Menschen treffen manchmal extreme Entscheidungen, die sich später gegen sie selbst wenden. Es sieht so aus, als sei an dem Relikt ein Essenzstein befestigt, der ebenfalls aus der Zeit des Krieges stammen muss. Aber das hat nichts mit der Verderbnis zu tun. Das Relikt ist die Quelle. Was würde passieren, wenn wir das in den Brennofen werfen? Es würde eine Kettenreaktion in der Essenz auslösen, einen Energieschub. Ist das gefährlich? Nicht für die Menschen, aber mich könnte das vielleicht etwas aus der Fassung bringen. Wir werden...
Lasse einen Kugelhagel auf deinen Gegner los. Je länger du die Angriffstaste gedrückt hältst, desto größer und stärker wird die Kugel. Das klingt auch ganz geil. Nee, ich bleibe lieber bei dem Wirbelsturm, der für sich selber kämpft, den ich nur einmal kurz aktivieren muss und dann muss ich mich erstmal nicht mehr so drum kümmern. Ja, nimm. Hallo? 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 Achso. Speedrun. Oh Gott! Da war's glitschig, glitschig, glitschig. Der Gauntlet ist noch nicht stark genug, um das. Das ist jetzt eine Frechheit, ey. Warum? Warum können wir das dann immer noch nicht? Was? Es gibt doch ein Upgrade? Was soll es da für ein Upgrade noch geben? Ja? Seit die Mine geschlossen ist, ist fast niemand mehr. Ja, was soll man auch sonst hier machen? Großartig. Wo müssen wir denn hin? Ach krass, dahin hin. Aber Schnellreise gibt es ja wirklich nicht, oder? Gibt's nicht. Scheiße, Mann. Oh Gott, das wird ja eine lange Reise. Vielleicht sollten wir gehen. Nein, ey. Jedes Mal, wenn ich dann endlich mal diesen Speedboost bekomme, dann kommt plötzlich irgendwie Schreien, wo wir dann nicht mehr so sliden können. Was ist das hier eigentlich? Was soll das sein hier, ey? Das ist ja, sieht aus wie so eine Rampe oder so. Das macht sogar komische Geräusche, ey. Was ist das? Vor allem, wer hat vorhin in der Wüste da... Wer hat da in der Wüste gesprochen? Da kann man auch nichts machen, ne? Den müssten wir eigentlich schon haben, glaube ich, ja? Du willst doch nicht die alten Schätze verpassen, oder? Markiere sie auf der Karte. Da oben drauf ist irgendwas. Auf, wo du hintrittst. Der Sand hier ist anders. Ach, guck mal, so weit war das eigentlich gar nicht. Ging nur noch relativ schnell. Dass wir hier schon mal sind, an der Stadtgrenze. Das ist bestimmt dann auch so ein Tor, da müssen wir wahrscheinlich einen anderen Wächter noch wahrscheinlich platt machen, oder? Damit es auch vergessen aufgeht. Wir nicht die Königin. Ein tiefer Schnitt. Irgendwas passiert vom Stadttor.
Die Karawanen kommen wohl nicht rein. Das Flussbett. Geile Stadtwache, wie die da steht in der scheiß Tür, Mann. So, wo war denn Arif? Das war hier... Ah, okay, krass. Kaum sind wir wieder hier in der Stadt, dann geht schon wieder ein bisschen was. Hier darfst du nicht herumlungern. Mit der Technik aber. Nimm's doch mit, nimm's doch mit. Für die Erleuchteten. Es ist so schön und ruhig, wenn die Stadt... So, da ist er doch. Ich habe die verdorbene Essenz. Bist du bereit? Ja, los geht's. Ich sehe zu, dass das hier im Brennofen landet. Dann machen wir uns auf den Weg in den Palast. Sobald sich die Lage in der Stadt aufheizt, schicke ich ein Signal an Kendra. Immerhin hat sie mir genau dafür diesen Vogel mitgegeben. Dann kann ich den auch benutzen. Okay. Gut. Betritt. Es ist so schön und ruhig, wenn die Stadt. Rede doch nicht dazwischen. Zeig doch mal ein bisschen Respekt, wenn du angeblich ein Edelmann bist. Ah, hier läuft's gefühlt mit 3 Frames schon wieder. Jetzt hier los. Also hier ist wirklich hart. Hier ist hart. So. Ich sollte meine alten Klamotten tragen. Wenn sie denken, dass ich namenlos bin, lassen... Okay. Ich sollte meine alten Klamotten tragen. Wenn Hab ich doch schon. Denken, ich Hab ich doch schon. Bin, lassen Sie mich sicher rein. Irgendwas wollte ich, glaube ich, gerade sagen. Aber ich weiß nicht mehr. Oh, Alter. Das sieht cool aus. Dieses blutige Ritual überhaupt. Wollen Sie die Essenz säubern? Von was? Zu welchem Zweck? Was? Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. Verlasse die Kammer. Und zwar sofort. Das kann doch nicht wahr sein. Verlasse die Kammer. Aber sofort. Ja, machen wir. Das war's. Ja, das war's. Was ist los? Wie ich schon sagte, es ist die Essenz, sie... Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich kann nicht wegsehen. Dann lass uns schnell von hier verschwinden. Wir müssen uns mit Arif treffen. Ob das so gut war, freue ich mich. So, warte mal. Alles ist unter Kontrolle. Ja, hier ist alles unter Kontrolle. Warte mal eben kurz. Du musst... Jemand hat ein... Ich werde sehen, ob... Danke, Rai. Wenn du dafür sorgst... Okay. Ich werde sehen. Okay, ich dachte es mir schon fast, weil wir öfters jetzt Äpfel hatten, wo da jedes Mal der Questgegenstand stand, aber wir brauchen noch mehr. Aber willst du alles auf die Nase haben, oder wie? Respektlos. Wo ist Arif? Wir waren hier verabredet. Er hat sich bereits in den Palast geschlichen. Du hast da drin gute Arbeit geleistet. Jetzt aber schnell in den Thronsaal. Unsere Wünsche seien mit dir. Bauern! Sie sollten den
hättest du fast erwischt. Warum hast du aufgehört? Ich wusste, dass du Ärger machen würdest. Morat. Namenloser Abschaum. Halt dich zurück, Hauptmann. Meine Königin. Aber... Lass uns allein. Hey! Arif? Was ist hier los? Komm, Träger des Gauntlet. Wir haben einiges zu besprechen. Die Tür wird sie aufhalten, aber wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, Träger des Gauntlet. Ich bin auf deiner Seite. Das war ich schon immer. Arif, wusstest du davon? Nein, das habe ich erst vor ein paar Minuten erfahren. Sie wusste, dass ich kommen würde. Ich habe eure Karawane vom Weg abkommen lassen, damit jemand den Gauntlet findet. Und das hast du auch. Du hast Nayal gefunden. Sie sollten eigentlich schon hier sein. Ich glaube nicht, dass sie lügt. Egal, was du getan hast, wir sind hier, um diese Stadt zu erobern. Ich fürchte, ich kann sie dir nicht geben. Ich bin nur eine Marionette. Ein Symbol, dem die Menschen folgen. Telos hat die wahre Kontrolle über den Wächter, über die Erleuchteten und über Nayals ewiges Gefängnis. Was? Solange Telos Teil dieser Welt ist, kann es keine Freiheit geben. Nicht für mich, nicht für Nayal und auch nicht für die Menschen dieser Welt. Mit diesem Gauntlet trägst du die Verantwortung, uns alle zu befreien. Ich werde es tun. Ich danke dir. Draußen ist ein Phantom. Ich habe es von Telos Kontrolle befreit. Es wird dich zu Nayals wahrer Ruhestätte bringen. Und zu Valerie. Valerie? Du musst jetzt gehen. Beeil dich. Moment mal. Wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Ich weiß. Ich werde mich den Rittern ergeben. Hoffentlich wird das vorerst ihre Rachegelüste stillen. Aber was auch immer ich tue, das Volk wird kämpfen. Leider ist der Glaube an Telos viel stärker als ich selbst. Ich werde an dich denken und für deinen Erfolg beten. Bringen wir es hinter uns. Sieh nur, wie groß dieses Vieh ist. Okay, ganz ruhig. Das ist es. Das Reich von Telos. Was macht es mit der Essenz? Mein Gefängnis. Ich bin dort. Die Essenz stärkt es. Hält mich eingeschlossen. Um mich gefangen zu halten. Und Telos an der Macht. All die Zerstörung. Der Essenzabbau. Für das hier? Wir sollten gehen. Hey, was ist denn in dich gefahren, du? Das Ding. Moment. Moment, ist das... Nein. Nein, bitte nicht. Valerie, ich wollte nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Es tut mir leid. Hier bin ich die ganze Zeit gewesen. Verbannt. Bestraft. Ein endloser Kampf. Gefangen. Blind. Dann weckte mich Valerie. Ich habe sie hierher geführt. Aber das hat sie letztendlich umgebracht.
Sie war nicht stark genug für meine Macht. Ich habe das getan. Ich wollte meinem Kampf entkommen. Aber ich wusste nicht, wie zerbrechlich die Menschen sind. Wie unvollkommen der Gauntlet war. Sie hat dich nicht aufgegeben. Selbst am Ende nicht. Sie war überzeugt davon, dass der Gauntlet unsere einzige Hoffnung ist. Dann lass uns wenigstens diese Hoffnung erfüllen. Wir werden alle von Telos befreien. Valerie hatte das letzte Stück des Gauntlets. Wenn wir die letzten Splitter finden, wird er vollständig sein. Und dann zu Telos. Ja, komm. Lass uns das Stück mitnehmen. Und damit auch die Erinnerungen an diesen Ort. Heute ist es schwer vorstellbar, dass zwei göttliche Wesen einst in Frieden herrschten. Als Vertraute, sich näher als eine Familie. Doch Telos fürchtete die Menschen. Fürchtete ihre Neugier, ihre Kreativität, ihren Ehrgeiz. Und wie sie damit Waffen erfinden würden. Für das göttliche Wesen war Freiheit nichts anderes als Chaos. Unvorhersehbar, unkontrollierbar, ineffizient. Telos lehnte Freiheit für die gesamte Menschheit ab, wurde zur Ordnung selbst und ließ sie durch die Phantome erzwingen. Alle, die sich widersetzten, wurden beseitigt. Und schließlich vergessen. Ein konstanter Essenzstrom war nötig, um Nayal unter Kontrolle zu halten. Und so begann das Essenzritual. Jahrhunderte wurde ich in diesem Gefängnis festgehalten. Auf Kosten von so vielen, die dafür die Essenz abbauen mussten. Der Gauntlet hat meinem Geist geholfen, das Gefängnis wieder zu verlassen. Aber mein Wesen selbst ist immer noch da drin gefangen. Wie ist dieses Gefängnis? Ein endloser Kampf. Endlose Niederlagen. Ich würde lieber von anderen Dingen reden. Telos muss bezahlen. Wir müssen Telos Reich betreten. Ein verbotener Ort, der nur über die Sonnenuhr zugänglich ist. Aber der Gauntlet benötigt seine volle Kraft, um diese Ketten zu zerstören. Wenn wir das letzte Stück aus seinen Splittern zusammengesetzt haben, haben wir vielleicht eine Chance. Okay, Freunde. Jetzt haben wir erst das letzte Stück. Und er ist gefangen. Ich dachte, als er gesagt hat, oder wir jetzt gerade erfahren haben, dass er in einem Gefängnis ist, dachte ich schon, das würde ihn irgendwie richtig sauer machen, weißt du, auf die Menschheit. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Sag mal, wie kommen wir jetzt hier raus, ey? Können wir jetzt hier durch die Tür? Mit einer neuen Macht kannst du göttliche Ketten zerstören. Ja. Ah. Nice. So, jetzt gib mir mal einen Amboss, verdammte Scheiße, Mann. Wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Die Folge ist viel zu lang wieder. Na gut. Mal schauen, was dann noch passiert, oder? Mal schauen, was dann noch passiert.
guck mal, jetzt können wir auch diese Ketten zerstören. Sehr gut. Und die Kisten öffnen. Sieh mal, das ist eine der Ketten, die die verdammte Sonnenuhr halten. Aber sie ist zu stark. Ich kann sie nicht zerbrechen. Wir müssen die Splitter des Zerstörungsstücks finden, um da durchzukommen. Ich spüre einige in der Nähe. Träger des Gauntlet, du bist es. Puh. Als die Tür plötzlich verschwand, dachte ich schon, es gäbe noch mehr Probleme. Du bist ein Späher aus Castrum 7, nicht wahr? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Du hast mich erkannt. Ich fühle mich geschmeichelt. Du hast dich also den Rittern angeschlossen? Das habe ich. Ich bin aber noch in der Ausbildung. Ich glaube, Flinkfuß wäre stolz. Wie auch immer. Brauchst du irgendwas? Gibt es Neuigkeiten von den Rittern? Oh ja, die gibt es. Wir sind auf viele Schlüsselpositionen vorgerückt und haben die Straßen und Tempel eingenommen. Die Kommandantin hat vor dem Stadttor von Litesta für die Belagerung Position bezogen. Ein paar Trupps versuchen, die Ketten der Sonnenuhren zu erreichen. Es ist ein harter Kampf, aber wir halten durch. Gut. Sie muss fallen, aber das erfordert mehr Macht, als ich im Moment besitze. Das wird sich allerdings ändern. Ich werde den anderen deinen Status mitteilen. Okay. Mit diesen neuen Kräften können wir endlich alte Tore und Truhen aufbrechen, die wir gesehen haben. Neues Material. Ich muss mich daran erinnern, wo sie waren. Ich sollte nach Finderin sehen. Der Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Yes. Gut, Freunde, hier ist Schluss. Die Folge ist lang genug. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es fühlt sich wirklich so an, als wenn bald schon das Finale ist. Ich denke mal so 1, 2, 3 Folgen noch oder so. Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen natürlich. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Like, kommentieren und haut rein.